Brahman ist das Absolute, das Unendliche, das Ewige, das Nicht-Beschreibbare. Brahman, könnte man sagen, ist der wichtigste Hindu-Gott. Brahman ist die Gottheit an sich, ohne irgendwelche Eigenschaften nicht vorstellbar. Also Brahman letztlich als persönlicher Gott wäre Ishvara. Ishvara bedeutet persönlicher Gott, der Herrscher des Universums. Ishvara heißt tatsächlich Herrscher oder Herr. Und so ist Ishvara Herr des Universums. Er erhält, schafft und zerstört diese Welt. Thank you.
Ishvara in drei Hauptmanifestationen: Brahma, Vishnu und Shiva.